Moment, habe ich vorher nicht alles Insulin mitgenommen? Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. So, okay, ich komme mal nochmal kurz. Ja, das sieht schon ganz gut aus jetzt. So, hier vorne können wir ein paar Sachen verkaufen. Das will ich mal gleich machen, damit ich ein bisschen leer bin. Und im Anschluss können wir hier hin und das Bild von Jacks Tochter holen. Okay. So, schnell verkaufen. Eigenbauhackmesser. Alter. Stufe 22. Grund SPS sind schon 403. Oh, für 615. Kofik. Aber ich verkaufe erstmal ein paar Sachen, damit ich ein bisschen Kraft habe. Kraft habe, klar. Damit ich ein bisschen Platz habe. So, und wir kaufen uns das Eigenbauhackmesser. Okay, warte mal. Wert ist 615 und der will 6200 Dinger davon haben. Ach komm, Alter. Bevor ich es doch wieder irgendwo verliere, rufe ich mir eine schöne Waffe von. Was soll's. Yay. Yay. Okay, gut. Dann auf geht's zu Jacks Wohnung wegen dem Tochterbild. Was ist denn hier los? Wir sind hier. Was ist denn hier, Alter? Was seid ihr für Penner? So. Oh, eine Sichel für drei. Oh, nee. Wunderbar, Alter. Auslaufen mit Messer. Familiensouvenir. Ach, dit. Ach, okay. Alles klar. Das ist dein Laden gewesen. Ich muss jetzt ja nicht in irgendeine Wohnung rennen. Ah, okay. Cool. Schönes Ding. So, dein olle Chess-Küchenmesser da kannst du aber halten, ist mir wurscht. Nur ein Snack hinterher schieben. Bestens. Coole Sache. Was ist das hier noch? Brecheisen. Was für ein Tant. So, dann lass uns mal die nächsten Schritte planen von hier. Juti, so wie ich das sehe, ist tatsächlich bloß noch jetzt gerade wirklich in der Kirche was abzugeben und hier tatsächlich bei den anderen irgendwie. Also das heißt, ich gehe zu den anderen hin, irgendwie gebe da die ganzen Aufträge ab und reise zur Kirche und gebe da ebenfalls die ganzen Aufträge ab. Das könnte jetzt ziemlich kesseln. Geil. So, da bin ich, Freunde. Jetzt hoffentlich kommt jetzt hier der fette Cash-Out. So, okay. Tevin, für dich halt ein bisschen rein, ja? Out of the misery. Out of the misery. Wunderbar. Haben wir. So, den Hammer würde ich gerne mit einpacken, aber ja, okay. So, was wolltest du nochmal? Nee, deine Sache kann ich jetzt hier noch nicht leider machen. Tut mir leid. Quan, die können ohne nicht helfen. Jack, hier, bitte. Her picture's the only thing keeping me going. Das hoffe ich für dich, mein Freund. Und Betäubungsschlag als Bauplan. Dankeschön. Okay, gut, dann gehen wir jetzt mal über Schnellreise. Du kriegst jetzt hier kein Alkohol von mir. Ich gehe jetzt mal über Schnellreise zur Kirche. Und hoffentlich können wir jetzt hier ein bisschen was abgeben. So, Mugambe. Thank you. May God have mercy on their souls. I hope so. Und er hat eine Waffe, die ist jetzt nicht besonders cool, aber die nehmen wir, können wir verkaufen. So, was, bei wem können wir, bei Jean. Bei Jean würde ich ganz kurz mal tatsächlich das Hackmesser, was ich jetzt nicht benutzen kann, weil Level 22 erstmal hinpacken, zum Lager hinzufügen. Sehr schön. Zakikowski. So, Theresa, ach, du willst auch 5 Alkohol haben. Na gut, okay, dann ist es so. Dann bitte. This is great. Thank you. So, ich kürze mal diese ständige Quatsche hier ab von ihr. So, was? Und wir haben einen Aufstieg. Hugo. I'm Hugo. Mother Helen told me that you can be trusted. Our brother Grant needs someone to help him with the town's public address system. Aha. We must tell those who are still alive that they can seek sanctuary here. Would you go to Grant and help? Kann ich machen? Let's do it. Do it. God bless you.
Head to the radio tower and give Grant this recorder. This is what he is to broadcast. I'll contact him on the walkie-talkie. Oh, die Arme sind halt da noch aus? Oder ein Witz? Oder wie? Ach Gott. Okay. So, da sind jetzt ein Vorräte. Ich klappe mal erstmal kurz die anderen Leute ab. Lerne. You are heaven's saint. The answer to our prayers. Her husband is with the Lord now. And the baby she carries is all she has left of him. Mach mal nicht aus. May the Lord be with you and protect us all. Ja. Okay. Ich habe auch wieder ein bisschen was. Cash. Oh, schön. So, und wir müssen nach oben laufen. Da kriegen wir ebenfalls nochmal etwas. Raymond. Terence gave you this? It's a whale. Is this his blood? Er sieht doch wie der Arzt aus, der uns am Anfang zusammengeschlagen hat. Oder fast getötet hat. Ja, sorry, Ray. So, okay. Und wir können zu Mutter Helena oder Schwester Helena. Und können natürlich den Auftrag abgeben. Mit dem Wasserwerk. Da haben wir ein bisschen Story Progress. God bless you. Water will help us survive these dark days and better serve our Lord and Savior. Your good deeds have reignited hope in the hearts of those who survive to serve the Lord. When the end of days began, the people were afraid. Many panicked and rioted. Stores were looted. There's nothing left here. You will have to search in the wealthy part of town. Ja, wo ist denn der? Da will ich auch mal suchen. Unfortunately, there's no good way to get there. The wealthy didn't want the poor taking what was theirs. So they destroyed all the bridges, cutting themselves off from the rest of the city. I don't know whether you wish to save the world or bring it down. But until time ends, we can still save the innocent. Das werden wir machen. One of our flock, Joseph, knows the way. Lass uns einfach den Unschuldigen helfen. Das einzig lohnende Ziel. Hi there, mate. It's Cinnamoy here. Cinnamoy, grüß dich. Listen, Laura, that orphan girl I was telling you about, she's got 104 fever. She's delirious. Thinks Bobby's trying to kill her. People are starting to panic. They think she's infected. She's only 10 years old, and they want her dead. Look, I know you're doing your best, mates, but time's running out. Every minute counts. Ich gebe wirklich mein Bestes, aber ich... Let's open this up. Schneller kann ich das auch nicht. Schneller kann ich es auch nicht. Wir sind Snake. Ich esse mal einen Riegel. Das ist ein bisschen Schocki. So, hier vorne können wir noch was abgeben. We need to talk. We need to bolster the church against any attacks from those undead demons. Ja. For that, we need some special tools. Will you help us find them? Hole die Werkzeuge aus Antonios Werkstatt. Kommt mir so bekannt vor. War ich nicht schon bei Antonio? The tools I have in mind are in Antonios workshop at the pump station. Die Pumpstation? Leute. Have you found the tools? In der Pumpstation? Ist ganz schön weit weg. Was soll denn das nun? Verdammt. Okay, schauen wir erstmal, was die anderen noch von mir wollen. So. Excuse me. Ryan, ja? We need someone to scrounge some batteries for the flashlights. At night, we turn off the lights so as not to attract undue attention. Ja? Would you be willing to help us out with that? Na klar. Sorgebatterien für Ryan. Yes. I was hoping you would say that. Look in the shops, cars, homes. They can be anywhere. If you find anything, bring it back. Okay. I will. So, ich hab's ja welche. Bitte. These will do just fine. You find any more, you know where I am. Just ask, these will do just fine. These will do just fine. These will do just fine. Kumpel, you find any more, you know where I am. Just ask for Ryan. Just ask for Ryan. So. Gelootet. So, Fähigkeitspunkt ist zu vergeben. Machen wir hier erstmal voll. Machen wir voll. So, draußen ist noch jemand, der uns eventuell einen Auftrag geben kann. Joseph. She agreed? Okay, then. One of the sewer tunnels goes under the river. It leads to the other side. But the sewage level needs to be lowered first, because right now everything is flooded. Okay.
We can go to the maintenance building and I can show you what and how, but you need to help me. I don't move as fast as I used to. I need you to protect me from those demons. Will you? Eskortiere. Warte mal, ihn eskortieren. Warte mal, das machen wir später. Warte mal, zum Klärwerk. Das würde ich tatsächlich glaube ich später machen. There's no other way. Weil das ist natürlich auch Story Progress. Wir müssen das definitiv machen. Ich würde es nur nicht gerne jetzt machen. Ich würde erstmal ganz kurz das ganze andere kleine Klimbim machen. Und dann eventuell halt einfach mal schauen, dass wir hier so maximal wie möglich vorbereitet irgendwie reingehen können. So, okay. Schauen wir in die Quests rein. Bringe die Aufzeichnung zu Garrett Grant. Wo ist der Typ? Der ist hier hinten. Das heißt, wir könnten hier zum... hier können wir hin. Dann gehen wir mal hier... Ach nee. das geht natürlich nicht. Ich muss das über Schnellreise machen. Okay. Gut. Wir machen erstmal den Auftrag. Auf zum Lagerhaus. Let me know if you find it. Oh, schön. Loot. So, 170 Meter. Dann gehen wir mal hin. Uiuiuiuiuiui. Nice jump. Oh, dicker wieder. Onian. Sehr, sehr ungern. Interessant ist, dass mir kein Wegpunkt angezeigt wird bis dahin. Und jetzt nicht mehr so weit ist. Ich hoffe, wir kommen von hier aus durch. Ah, sieht so aus. So, okay. Juppa, hoppa, okay. Hier hinten ist er versteckt, der Junge. Grüß dich. Do you have Mother Helen's recording? Ja, hier. Thank God Mother Helen sent you to help me. I couldn't do this on my own. I could use your help. Okay, DJ Garrett. Na denn, David Guetta, hau mal rein hier. I'm hooked into the town's public address system, but I can't broadcast anything until the loudspeakers on the building rooftops are activated. Aha. You think you could help me with that? Ja, kann ich. Ich soll jetzt Lautsprecher aktivieren oder was? Great. Installieren? If you activate all the loudspeakers, then Mother Helen's words will be heard by everyone who can still be saved. You will find them on the rooftops. We must let everyone know that they can seek sanctuary in the church. We can't broadcast if the loudspeakers aren't activated, right? Ja, okay. Mach ich gern. Wie viel sind's denn? Hier vorne ist der erste Lautsprecher. Probiert mal. Mike, klingt witzig. Aber halt wirkt bereut. So, okay. Wir müssen natürlich auf die Dächer, das heißt hochklettern. Wir müssen also nach Leitern Ausschau halten. Gucken wir mal. Frage ist jetzt, ob die Dächer eventuell auch bewacht sind. Need help. Ja, das kannst du aber laut sagen. So. Oh, warte mal. Ey, ja, ja. Time to die. Ja, Frage beantwortet. Die Dinger sind bewacht und ich bin jetzt hier gerade fast richtig blöde im Hinterhalt gestolpert. Und hallo, neue Waffe. 690. Neue Benchmark. So, brutaler Missing-Schlagring. Na dann hier damit. 701. Sorry, Leute. Die Latte wurde höher gelegt. Kill the dogs! Kill the dogs! Na los, komm raus. So, schnell reload. Aber das war doch nicht, hier ist auch noch einer, wa? Ja, haben wir. So, Pistolenmunition. 617. Ah, nicht so gut.
So, John, wicken wir uns jetzt hier mal kurz durch. So, okay. Reload. Switch mal schnell wieder auf die Sichel. Wo ist denn hier... Ah, hier vorne scheint die Antenne zu sein. Er ist natürlich fies irgendwie, wenn jede Antenne noch bewacht ist irgendwie. Muss man sich erstmal irgendwo hinprügeln. Der erste Kopf des Cerberus. Such den zweiten Lautsprecher und aktiviere ihn. 42 Meter. Geht auch noch. So, lass mich raten. Jetzt hier runterfallen ist... Oh, warte mal. Könnte so ja klappen. Könnte so ja klappen, dass ich hier vielleicht nicht so viel Damage kriege. Auf die Mauer vielleicht. Schön. Wunderbar. Mädels. Dankeschön. So, okay. Wie, da drüben ist eine Leiter. Ich will mal hier erstmal was schnubbeln. Ich weiß tatsächlich gar nicht, irgendwie, wenn ich jetzt hier meine Taschenlampe anmache, ob mich die Zombies dadurch eher sehen. Keine Zeit für dich. So, das ist so ein bisschen blöd, ne? Wenn ich jetzt gerade diese Trampelattacke mache. Ah, okay. Mist. Okay, ich muss von woanders rauf. Verstehe. Wenn ich diese Trampelattacke mache, bin ich angreifbar. Das ist natürlich nicht so geil. Okay, gut. Schau mal, wo ist... Wo ist eine Leiter? Hier komme ich rüber. Könnte man fast schauen. Oh, warte mal, hier ist so. Was ist denn für ein Schatten? Das ist ja das zweite Ding schon. Okay, renn mal kurz hier vorbei. Selbstmörder. Nee. Will man jetzt hier nicht so lange rumeilen? Hier ist eine Leiter. Hey, Freunde. Ja, lass mich in Ruhe. Okay, mal schauen. Von hier komme ich hoffentlich an alles ran. Ich bin. Warte mal, ich fühle mich besser, wenn ich die Waffe ausgerüstet habe. Okay. Gut. Also hier kann ich runterklettern, dann kann ich den erstmal deaktivieren. Und hier vorne war da auch noch einer. Oben auf dem Dach. Den nehmen wir auch gleich mit. So, wäre fast nicht zum Aushalten, wenn ich jetzt hier unten auch nochmal irgendwas zum Heilen finde, aber niente. So, der... Such den dritten Lautsprecher und aktiviere ihn. Was? Der erste Kopf des Cerberus. Oh Gott, wie viel muss ich denn jetzt hier machen? Also, Cerberus hat drei Köpfe. Ne? Die Frage ist für mich, was soll ich denn ansonsten noch machen? Okay, hier komme ich rüber. Okay, es sind Zombies. Das ist ganz gut. Sorry. Diese Abteilung würde ich ja fast ziemlich geil finden. So, kommst du mit dran? So, also wenn sie einzeln sind und ich sie zu Boden kriege, ist das eigentlich der optimalste Fall. Aber dann kann ich sie relativ schnell und einzeln ausschalten. Wo ist denn jetzt... Da ist es. Nicht schön, ein Schläger. Glück gehabt. Glück gehabt. Ein brutaler Stock. Es ist ein brutaler Stock. So, okay, nehmen wir mit. So, okay. Suche den vierten Lautsprecher. 55 Meter. Schon mal kurz. Muss. Warten. Boah, krass, ich wurde so gerade weggeschoben. Muss ich denn jetzt von hier? Kann ich von hier irgendwie über die Dächer bis dahin sogar? Sieht so ein bisschen da hinten aus. Jetzt könnte ich. Wollen wir mal probieren?
ist natürlich ein gewagter Sprung. So, springen wir hier auf den Schornstein. Was wahrscheinlich nicht geht. Ich probiert mal. Oh yes. Okay, ihr schafft. Cool, cool. So, von hier komme ich auf das Brett. Ob ich das schaffe? Das Problem ist, er springt relativ bescheiden und damit meine ich echt scheiße auf diese Kanten. Und, ah, oh, Schweine habt. 1700 sind weg, Alter. 1700. Shit. So, ich lasse euch mal hier eure Idiotenparty weiterfeiern. Was seid ihr? So, Aufstieg ist der meine. Ach, schau mal, hier komme ich also hoch. Ne, hier habe ich ja vorhin diesen sensationell großartigen Sprung hingelegt. Hier habe ich quasi den Tom Cruise gemacht und habe mir ein Baby gebrochen. So, jetzt sind wir drauf. Jetzt sind wir drauf. So, schauen wir mal. Ich glaub das hier nicht. Na sag mal. Ah. Was ist denn da? Mehr? Bin ich ja noch nie gewesen. So, hoffentlich hast du ein bisschen Kohle bei dir. Nee, hast du nicht. Aber warte mal, muss ich mal kurz ankicken hier, das hat er noch nie gesehen. Krass! Hier war ich noch nie. Das ist ja cool. Schön. So, okay. Wo, wie? Ich hab, schön, wo bin ich denn jetzt hier? Wo war ich denn? Mann! Zum Käse. Hier, da bin ich. Hier muss ich hin. Es ist so ein... Also ich weiß, jetzt zukünftig bei den Selbstmördern musst du echt mega weit wegstehen. Mega hoch. So, ist er tot? Ist er weg? Dankeschön, er ist wenigstens weg. So, die machen immer noch eine schöne Party da unten. Klingt schon cool. Ah, okay, da ist... Nee. Nochmal, mal kriegt jetzt hier nicht mit dir. Schwein gehabt, ey. Richtig Schwein gehabt gerade. Gut. Und da hinten war noch einer, wa? Siehst du, kommt da gleich die Sonne raus. Freut mich. I hope that hurt. Schön. So, einer lebt sogar noch. Kann ich mich jetzt total cool hier rauffallen lassen? Nee, kann ich nicht. Bin ich mal durch die Markise durchgeschlittert gerade. So, wo ist der letzte Schlumpf? Seh ich nicht. Jetzt sollte ich am Boden ganz oben stehen. Over there! Alright. Hab ich dich, Penner-Schlumpf. So, habt ihr eine bessere Waffe? Nee, hast du nicht. Send deinen Held. So, du hast auch keine bessere Waffe? Ah, verstehe. Ihr habt hier ein DAL-Auto ausgeraubt, ja? Ihr Schweine. Okay, auch nicht. Das... Oh, ein bisschen Alkohol. Okay, aber ist das jetzt hier so lohnenswert, die Ecke gewesen? Eigentlich nicht wirklich, wa? Irgendwie kann ich hier rennen? Nee, kann ich nicht. Wirklich so einen strategischen Punkt für sich eingenommen, aber das war es dann auch schon. Okay, gut. Alles klar. Gut, dann springen wir mal hier lang. Wir müssten ja eigentlich fast bei ihm sein. Ah, wir sind noch auf der unteren Ebene. Jetzt müssen wir noch hoch. Kommen wir hoch?
Gut, nicht hoch, ne? Lieber raus hier. Eine schöne Sackgasse hier. Die Müllecke. Hier ist es. Ah, das meine ich. Ne? Also, du versuchst jetzt hier gerade hochzuspringen und das ist so buckelig manchmal in diesem Spiel. So. Grande. Oh, you bloody did it. Ja, you managed to activate all the loudspeakers in the shanty town. That's a start, but there are still more people in need. There are more loudspeakers on the buildings near the coast. Would you be willing to activate those as well? Die auch? Na klar. Definitely. Definitely. Good on you. Let me know when it's done. Okay. The people on the coast need to know where to go for shelter. Eastern Waterfront. Ach so, hier ist noch der Wegpunkt aktiviert. Mhm. So, hier hängen ein Poster. Hier ist noch ein Poster aufzuhängen. Und hier wäre tatsächlich ein Lautsprecher. Naja, wir sind ja quasi eigentlich an der Nähe. Gehen wir da hin. Gehen wir da hin. Was soll's. So, dann gucken wir doch mal, wo wir hier. Wie kommen wir denn hier aufs Rooftop? Ist ja auch alles so verschachtelt hier. Haben die sich hier schon wieder alle verbarrikadiert? Ist ja nicht gut. Mann, die Ecken sind hier so dicht alle, es ist wirklich unangenehm. So, okay, mal gucken, vielleicht kommen wir hier irgendwo rauf, ist hier irgendwo eine Leiter. Da oben ist der Lautsprecher, wie kommen wir da rauf? Hier können wir anscheinend irgendwie rüberspringen, wir können uns von oben vielleicht fallen lassen und dann rüberhüpfen. Fragt sich also nur, wie kommen wir da rauf? Wir können von da anscheinend, oh Gott, so eine Jump-and-Run-Action, ne? Das ist ja ein Traum. Das wäre jetzt was für Benny. Für mich ist das hier mit dieser Steuerung eigentlich eher nicht so das geile Ding. Okay, aber egal. Komm, wir suchen uns jetzt erstmal die Leiter. Die haben wir hier. Okay. Na, mal sehen, wie oft wir jetzt hier sterben. Ich hoffe, oben ist ein bisschen Heilmittel, eine Cola oder irgendwie ein Schokoriegel. Hoffentlich sind es keine Feinde hier. So, ich suche erstmal kurz alles ab. So, hier ist natürlich klar, hier ist nichts. Okay, jetzt geht's los. Ah! Na! Okay, cool. Hammer. Ah, haben wir geschafft, schön. Haben wir geschafft, ich freue mich. So, lass mich raten, ihr steht gleich auf. Bleib liegen. So, kriegst du noch kurz ein Ding in die Ärmel. Liegen bleiben bitte. Vielen Dank, das ist sehr lieb von dir. So, hier ist nichts. Wunderbar, wir haben den ersten. Suchen den zweiten. Ah, okay, hier haben wir ein bisschen Heilmittel. Sehr schön. So. Absolute Gönnung. So, da haben wir nochmal so einen dicken und Zwangsjacke. Ah, die finde ich sehr unangenehm. So, ich schalte mal ganz kurz den Wegpunkt aus. Ansonsten wird es ein bisschen unübersichtlich für mich. So, okay, ich lasse den einfach mal da stehen. Ich lasse den einfach mal da vorne machen. Ich muss mich jetzt hier jedes Mal mit denen anlegen. Oh, hallo. Leiter. Okay, wir probieren mal hochzukommen. Ich weiß jetzt gar nicht, war die jetzt in der Nähe? Der Lautsprecher? Haut er die überhaupt hin? Oder ist das jetzt einfach so, ja, schön, danke, dass du hochgeklettert bist, aber du bist komplett falsch. Warum sehe ich denn jetzt gar nichts mehr? Da vorne ist er. Da vorne ist er. Help. Okay. Okay, komme ich an den ran? Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Fantastisch. Jawohl, der zweite.